Irgendwann kam ein Vierter herbeigeritten, woraufhin die drei sogleich aufsprangen und seinen Anweisungen entgegennahmen. Zwar hatten Axel, Beatrice und der Krieger nicht den Überblick, den Edwin von seiner Baumkrone aus hatte, doch auch in ihrem Versteck im Dickicht konnten sie alles beobachten. Und sobald der Reiter wieder abgezogen war, wechselten sie untereinander fragende Blicke. Könnte es sein, dass sie noch sehr lange bleiben, sagte Wistan. Und ihr wollt ja möglichst bald zu diesem Kloster. Es wäre gut, wenn wir vor Einbruch der Nacht dort ankämen, Herr, sagte Axel. Wir haben gehört, dass die Drachin Querig in der Gegend hier unterwegs ist und nur ein Narr triebe sich nachts im Freien herum. Was mögen das für Soldaten sein? Das lässt sich aus der Ferne schwer sagen, zumal ich von der lokalen Tracht nicht viel weiß. Aber ich halte sie für Britannia, und zwar für Getreue von Lord Brenners. Vielleicht wird Frau Beatrice mich korrigieren. Die Entfernung ist zu groß für meine alten Augen, sagte Beatrice. Aber du dürftest recht haben, Herr Wistan. Sie tragen die dunklen Uniformen, die ich häufig bei den Mannen des Lord Brenners gesehen habe. Wir haben doch nichts zu verbergen, sagte Axel. Wenn wir bereitwillig Auskunft geben, lassen Sie uns bestimmt friedlich die Brücke passieren. Ganz bestimmt, sagte der Krieger, und eine Zeit lang starrte er stumm zur Brücke hinunter. Die Soldaten hatten sich wieder niedergelassen und schienen ihr Spiel fortzusetzen. Dennoch, fuhr er fort, hätte ich einen Vorschlag zu machen, wie wir vor ihren Augen die Brücke überqueren können. Du, Herr Axel, und Frau Beatrice, ihr geht voraus und redet vernünftig mit den Männern. Der Junge kann mit der Stute hinter euch hergehen und neben ihm gehe ich, mit aufgesperrtem Maul und ihrem Blick, als wäre ich nicht bei Trost. Ihr müsst den Soldaten sagen, dass ich stumm bin und ein Trottel und dass der Junge und ich Brüder sind, die euch jemand, der in eurer Schuld steht, geliehen hat. Mein Schwert und meinen Gürtel verstaue ich tief in der Satteltasche des Pferds. Sollten sie die Sachen finden, müsst ihr sagen, es sind eure. Ist diese Maskerade wirklich notwendig, Herr Wistan? Fragte Beatrice. Gewiss, Soldaten haben oft raue Umgangsformen, aber wir sind doch schon so vielen begegnet, ohne dass es zu einem Zwischenfall kam. Sicher, Herrin. Aber Bewaffneten darf man nicht ohne weiteres trauen, zumal wenn ihre Vorgesetzten weit fort sind. Und hier bin ich, ein Fremder, der ihnen womöglich als leichtes Opfer für Spott und Provokation erscheint. Lass uns den Jungen von seinem Baum holen und es so machen, wie ich vorschlage. Ein ganzes Stück vor der Brücke traten sie aus dem Wald. Die Soldaten aber sahen sie sofort, trotz der Entfernung, und sprangen auf. Herr Wistan, sagte Beatrice leise, ich fürchte, das wird schlecht ausgehen. Du magst eine noch so idiotische Miene aufsetzen. Es ist doch etwas an dir, das dich unverkennbar als Krieger ausweist. Ich bin kein erfahrener Schauspieler, Herrin. Wenn du mir hilfst, meine Tarnung zu verbessern, nehme ich deine Hilfe gern an. Es ist dein Gang, Herr, sagte Beatrice. Du gehst wie ein Krieger. Mach lieber kleine Schritte und zwischendurch einen großen, so als könntest du jeden Moment stolpern. Das ist ein sehr guter Rat, danke, Herrin. Jetzt aber sage ich nichts mehr, sonst sehen Sie, dass ich nicht stumm bin. Herr Axel, führ du uns mit klugen Worten an diesen Kameraden vorbei. Je näher sie der Brücke kamen, desto lauter rauschte das Wasser über die Felsen und unter den Füßen der drei wartenden Soldaten hindurch und klang Axel bedrohlich in den Ohren. Er ging voraus, lauschte den dumpfen Schritten des Pferds auf dem moosbewachsenen Boden und als sie in Rufweite der drei waren, hielt er an und brachte damit auch die anderen zum Stehen. Die Soldaten trugen keine Kettenpanzer und keinen Helm, doch der identische dunkle Waffenrock mit den Riemen von der rechten Schulter zur linken Hüfte kündete von ihrem Gewerbe. Ihre Schwerter steckten in der Scheide, zwei von ihnen aber hatten die Hand auf den Schwertgriff gelegt. Der eine war klein, untersetzt und muskulös, der andere, ein ganz junger, nicht viel älter als Edwin, war ebenfalls von recht kleiner Statur und beide hatten kurz geschorenes Haar. Der dritte aber war groß und trug sein graues, sorgfältig gepflegtes Haar lang. Er hatte sich eine dunkle Schnur um den Schädel gebunden, damit es ihm nicht ins Gesicht fiel. Nicht nur in seiner Erscheinung, auch in seinem Auftreten unterschied er sich deutlich von seinen Kameraden. Denn während diese breit und steif den Weg über die Brücke versperrten, war er etliche Schritte zurückgeblieben und lehnte lässig, die Arme verschränkt, an einem Brückenpfosten,
als lauschte er einer Erzählung am nächtlichen Feuer. Der Untersetzte machte einen Schritt auf sie zu, sodass er es war, an den Axel seine Worte richtete. »Guten Tag, die Herren. Wir kommen in friedlicher Absicht und wollen nur weiter unseres Weges ziehen.« Der Untersetzte gab keine Antwort. Unsicherheit stand in seiner Miene und er starrte Axel mit einer Mischung aus Schrecken und Verachtung an. Er warf einen Blick zurück zu dem jungen Soldaten hinter ihm, doch da von dem nichts Hilfreiches kam, drehte er sich wieder zu Axel. Der erkannte nun, dass es wohl zu einer Verwechslung gekommen war, dass die Soldaten eine ganz andere Reisegesellschaft erwartet und ihren Irrtum noch nicht erkannt hatten. Daher sagte er, »Wir sind nur schlichte Bauern, Herr, auf dem Weg ins Dorf unseres Sohnes.« Der Untersetzte nahm sich jetzt zusammen und antwortete Axel mit unnötig lauter Stimme, »Wer sind die, mit denen du unterwegs bist, Bauer? Ihrem Aussehen nach Sachsen.« Zwei Brüder, die uns vor kurzem in Obhut gegeben wurden und die wir jetzt nach Möglichkeit anlernen müssen, obwohl der eine, wie ihr seht, noch ein Kind ist und der andere ein begriffsstutziger Narr, der nicht spricht und die Unterstützung, die wir auf uns von ihnen erhofften, deshalb eher gering sein dürfte. Bei diesen Worten stieß sich der Grauhaarige vom Brückenpfosten ab, als sei ihm auf einmal etwas eingefallen und neigte konzentriert den Kopf zur Seite. Der Untersetzte aber blickte unterdessen zornig über Axel und Beatrice hinweg, marschierte dann, die Hand noch immer auf dem Schwertgriff, an ihnen vorbei und nahm die beiden anderen genau in Augenschein. Edwin hielt die Stute am Zügel fest und blickte dem Herankommenden ausdruckslos entgegen. Wistan hingegen lachte laut, mit weit aufgerissenem Mund, vor sich hin und rollte wild mit den Augen. Der Untersetzte blickte zwischen den beiden hin und her, als erhoffte er sich Aufschluss. Sein Zorn schien sich vollends seiner zu bemächtigen. Er packte Wistan am Haar und zog wütend daran. »Schneidet dir niemand die Haare, Sachse?« schrie er dem Krieger ins Ohr und riss ihn noch einmal an den Haaren, wie um ihn in die Knie zu zwingen. Wistan stolperte, konnte sich aber auf den Beinen halten und stieß nur ein klägliches Wimmern aus. »Er spricht doch nicht, Herr«, sagte Beatrice. »Wie du siehst, ist er einfältig. Grobe Behandlung macht ihm nichts aus, aber er gerät leicht in Wut, der wir erst noch Herr werden müssen.« Während seine Frau sprach, bemerkte Axel eine kleine Bewegung und drehte sich zu den Soldaten um, die noch auf der Brücke standen. Jetzt sah er, dass der große Grauhaarige den Arm gehoben hatte und mit allen fünf Fingern eine deutende Geste machte, die sich aber gleich wieder auflöste und sich in einer ziellosen Bewegung verlor. Schließlich sank sein Arm herab, doch in seinem scharfen Blick stand deutliches Missfallen. Axel, der diesen Ablauf beobachtete, meinte auf einmal zu verstehen, ja zu erkennen, was in diesen wenigen Augenblicken in dem grauhaarigen Soldaten vorgegangen war. Es hatte ihm schon ein zorniger Tadel auf den Lippen gelegen, doch im letzten Moment war ihm wieder eingefallen, dass er über den untersetzten Kollegen ja keinerlei Machtbefugnis hatte. Und Axel war sich auf einmal vollkommen sicher, dass er selbst irgendwo etwas sehr Ähnliches erlebt hatte. Doch er schob den Gedanken beiseite und sagte in versöhnlichem Ton, »Ihr seid gewiss von euren Pflichten sehr in Anspruch genommen, gute Herren, und es tut uns leid, dass wir euch davon ablenken. Wenn ihr uns freundlicherweise hinübergehen lässt, seid uns auch gleich wieder los.« Der Untersetzte aber hatte Wistan noch nicht genug gepeinigt. »Das wäre sehr unklug von ihm, wenn er seine Wut ausgerechnet an mir ausließe«, schrie er. »Soll er es versuchen? Er wird schon sehen, was er davon hat.« Endlich ließ er Wistan los und marschierte zurück an seinen Platz auf der Brücke. Er sagte nichts, sondern blickte drein wie ein Zorniger, der den Grund seines Zorns vollkommen vergessen hat. Das Getöse des rauschenden Wassers schien die angespannte Stimmung noch zu verschärfen und Axel fragte sich, wie die Soldaten wohl reagieren würden, wenn er jetzt kehrt machte und seine Gefährten in den Wald zurückführte. Genau in dem Moment trat der Grauhaarige vor, bis er auf gleicher Höhe mit den anderen stand und machte zum ersten Mal den Mund auf. An dieser Brücke sind etliche Planken gebrochen, Onkel. Das dürfte der Grund sein, weshalb wir hier stehen, um gute Leute wie euch zu warnen. Geht mit äußerster Vorsicht hinüber, sonst stürzt ihr ins Wasser und werdet bis ins Tal hinunter mitgerissen. Das ist sehr freundlich von dir, Herr. Ja, wir werden vorsichtig sein. Das Pferd, das du da hast, Onkel, ich meinte es hinten zu sehen, als es auf uns zukam. Das stimmt, meine Stute hat sich am Fuß verletzt. Wir hoffen, dass es nichts Ernstes ist.
Wie du siehst, sitzen wir vorsichtshalber lieber nicht auf. Diese Bretter da sind morsch geworden, weil sie ständig überspült werden. Und deshalb sind wir hier. Meine Kameraden allerdings glauben, wir hätten noch einen weiteren Auftrag. Daher frage ich dich, Onkel, ob du und deine gute Frau auf eurem Weg wohl Fremden begegnet seid. Wir sind selber hier Fremde, Herr, sagte Beatrice, und könnten andere Fremde daher nicht leicht erkennen. Aber in den 2 Tagen, die wir unterwegs sind, ist uns nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Bei Beatrices Anblick schien der Blick des Grauhaarigen weicher zu werden und er lächelte ein wenig. Ein weiter Weg für eine Frau in deinen Jahren, um das Dorf ihres Sohnes zu besuchen, Herrin. Wäre es nicht besser, du lebtest dort mit ihm, wo er jeden Tag für dein Wohl sorgen kann, statt dass du diesen weiten Weg gehst und dich allen Gefahren der Straße aussetzt? Das wünschte ich mir auch sehr, Herr. Und wenn wir ihn wiedersehen, werden mein Mann und ich mit ihm darüber sprechen. Aber wir haben ihn lange nicht gesehen und natürlich fragen wir uns, wie er uns wohl empfangen wird. Der Grauhaarige musterte sie wohlwollend. Könnte sein, Herrin, sagte er, dass ihr euch gar keine Sorgen machen müsst. Ich lebe selbst weit weg von meinen Eltern und habe sie lange nicht gesehen. Vielleicht sind einmal harte Worte zwischen uns gefallen, wer weiß. Aber bräche mir nicht vor lauter Wiedersehensfreude das Herz, wenn sie morgen zu mir kämen, nachdem sie einen so weiten Weg zurückgelegt haben wie ihr jetzt? Ich weiß nicht, was für ein Mann euer Sohn ist, Herrin, aber ich bin sicher, er ist nicht so verschieden von mir und wird Freudestränen vergießen, kaum dass er euch erblickt. Das ist sehr freundlich von dir, Herr, sagte Beatrice. Wahrscheinlich hast du recht. Wir haben es uns ja auch oft zueinander gesagt, mein Mann und ich. Aber es ist doch ein Trost, es von jemand anderen zu hören, noch dazu von einem Sohn, der fern der Heimat lebt. Setzt euren Weg in Frieden fort, Herrin. Und sollten euch unterwegs zufällig meine Eltern begegnen, sprecht freundlich mit ihnen und ermutigt sie, ihren Weg fortzusetzen. Er wird nicht umsonst gewesen sein. Der Grauhaarige trat zur Seite, um sie vorbeizulassen. Und denkt bitte an den morschen Planken, Onkel. Du führst die Stute am besten selbst hinüber. Das ist nichts für Kinder oder Gottes Narren. Der Untersetzte, der sich die ganze Zeit mit verdrossener Miene zugesehen hatte, schien sich dennoch der natürlichen Autorität seines Kollegen zu fügen. Er kehrte ihnen allen den Rücken, beugte sich gekränkt über das Brückengeländer und starrte ins Wasser. Der junge Soldat zögerte erst, stellte sich dann aber neben den Grauhaarigen und beide nickten höflich, als Axel mit einem letzten Dank an sie die Stute über die Brücke führte und ihr dabei die Augen beschirmte, um ihr den Blick in den Abgrund zu ersparen. Als Soldaten und Brücke außer Sichtweite waren, blieb Wistern stehen. Er fand, sie sollten von der Hauptstraße abbiegen und stattdessen einem schmalen Pfad folgen, der hangaufwärts durch den Wald führte. Für Wege durch den Wald hatte ich immer ein gutes Gespür, sagte er. Und ich bin sicher, dass wir auf diesem Pfad ein ordentliches Stück abkürzen können. Außerdem sind wir abseits einer Straße wie dieser, auf der Soldaten und Räuber unterwegs sind, viel sicherer. Danach ging der Krieger eine Weile voraus und bahnte mit einem Stock, den er unterwegs aufgelesen hatte, einen Weg durch Dornengestrüpp und Dickicht. Edwin, der die Stute am Halfter führte und ihr häufig ins Ohr flüsterte, folgte ihm dicht auf den Fersen, sodass der Weg, als Axel und Beatrice schließlich kamen, schon viel leichter begehbar war. Dennoch wurde die Abkürzung, falls es denn je eine war, zunehmend steil und mühselig. Immer enger standen die Bäume und ein Wurzelgewicht und Disteldickicht machte jeden einzelnen Schritt zur Gefahr. Wie üblich sprachen sie wenig, solange sie gingen. Doch irgendwann, als Axel und Beatrice ein Stück zurückgefallen waren, rief Beatrice über ihre Schulter: Bist du noch da, Axel? Noch da, Prinzessin? Tatsächlich war Axel wenige Schritte hinter ihr. Keine Sorge, Prinzessin, dieser Wald ist nicht für seine Gefahren bekannt und bis zur großen Ebene ist es weit. Ich dachte nur, Axel, unser Krieger ist gar kein schlechter Schauspieler. Seine Tarnung hätte beinahe auch mich getäuscht und nie ist er aus der Rolle gefallen, nicht einmal, als dieser Grobian ihn an den Haaren riss. Das stimmt. Er hat es wirklich gut gemacht. Ich habe nachgedacht, Axel. Wir werden lange aus unserem Dorf fort sein. Hältst du es nicht für ein Wunder, dass sie uns haben gehen lassen, wodurch noch so viel zu pflanzen, so viele Zäune und Tore zu reparieren gewesen wären? Glaubst du, sie beschweren sich, dass wir fort sind, wenn man uns brauchen würde? Sie werden uns sicher vermissen, kein Zweifel, Prinzessin.
Aber so lange werden wir nicht fort sein und der Pfarrer versteht, wie sehr wir uns wünschen, unseren Sohn wiederzusehen. Hoffentlich stimmt das auch, Axel. Ich möchte nicht, dass Sie sagen, wir seien ausgerechnet dann gegangen, als Sie uns am dringendsten gebraucht hätten. Ein paar sind es doch immer, die so reden. Die meisten aber werden unser Bedürfnis verstehen und würden es an unserer Stelle nicht anders machen.